Und damit herzlich willkommen bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Wir haben, wie immer, Wochenend-CK und ich hatte ja im letzten Video schon angesprochen, dass ich hier einen Recap machen werde, auch wenn der CK eigentlich noch nicht vorbei ist, denn... Wir haben noch gut eine Stunde zu spielen, der Gegner hat noch ein paar Angriffe offen, wir allerdings auch. Und ich sehe das Ganze aber trotzdem zuversichtlich, weil der Gegner jetzt 5 Sterne zum Gewinnen braucht und die sind bei uns schon sehr schwerlich zu holen, weil hier auch sehr hoch gedreiert wurde. Also auch der Gegner hat gut angegriffen, gar keine Frage. Hat hier und da etwas Pech gehabt. Der CK hier war ja sehr ausgeglichen, muss man sagen, was die Rathäuser angeht. Und ich habe hier mit... 3 Chars diesmal auch teilgenommen, allerdings sind 2 davon jetzt auch schon wieder weg. Das heißt, dort pennt die Queen schon wieder eine Woche und habe hier diesmal mit dem Barfuß teilnehmen können, denn an den Wochenend-CKs nehmen wir unsere 3 RH8 hier mit in die CKs mit rein. Das machen wir in der Woche, glaube ich, jetzt nicht mehr, weil bei den kleinen CKs sind die eher hinderlich, was das Matchmaking angeht und meistens bekommt man dann einen zu starken Gegner, das heißt unsere 8er müssen dann meistens 9er machen, was sie ja nicht schaffen oder eher schwerlich schaffen und dementsprechend nehmen wir die dann erst gar nicht mit. Hier haben wir so eine typische Base, muss ich sagen. Oh, das ist, kann ja jetzt nicht zu Anfang schon das Zeichen zum Aufhören sein, ist es auch nicht. Hier sehen wir so eine typische Riesen RH9 Base, aber auch mal gerade so RH9, ihr habt das gesehen, die Def war wirklich nicht gut und das ist so eine Base, die nimmt überhaupt kein Ende. Ja, hier weiß man eigentlich, ja, das werden 3 Sterne, aber wann werden sie es? Also hier muss man, hier waren die 3 Minuten, wirklich 3 Minuten. Und das zog sich hier ganz schleppend hin. Ich hatte jetzt hier auch noch, oh, jetzt habe ich das aber häufiger gerade. Ich habe hier ja immer noch mein Heil offen und habe dann schon gesehen, naja, komm, da unten kommen noch 2 Tesla hoch. Und ein Bogenschützenturm, das ist dann auch nicht gerade das Ding, gerade bei den 8er Mauern, da prügeln sich eben mal die Packers mit 1-2 Schlägen durch, zumal eh noch alle 3 Packers leben, alle, ich glaube alle Bowler leben noch, nee, ein Bowler ist weg, meine ich. Und so sind das hier natürlich einfache 3 Sterne gewesen für den Barfuß hier, aber mal ein anderer R8-Kampf und jetzt... dauert es hier auch schon, wenn ich hier zurückgehen will. Das ist natürlich blöde. Jetzt kriege ich das Zeichen. Ah, okay. Das geht doch. Ich hoffe, das hält jetzt so ein bisschen. Und den ersten hat der Barfuß ja auch klassisch nach RH8-Manier gemacht. Nämlich mit einem Drachenangriff. Ihr könnt euch denken, wenn man so eine Base sieht als RH8, die ist schon maxed out. Also was die Def angeht. Die Mauern sind jetzt noch nicht so gut. Und es gibt ja auch noch eine Clanburg zu bezwingen, aber die las hier sehr, sehr weit außen. Und eine lag hier auch noch auf der Ecke. Mein Plan ist auch absolut aufgegangen. Ich blitze die La hier oben und mal so ein bisschen erklärt hier aus dem CK. Das kann man ja auch mal machen. Ich blitze die La hier oben und hole mir die La hier unten mit meinem King und 4 Hawks, die ich dabei habe. Das muss eigentlich reichen. Denn die Base bietet jetzt nicht so viel Platz für Teslas. Die stecken sicherlich hier unten irgendwo am Magierturm. Da platziert man die ja sehr häufig bei solchen Base-Designs und dementsprechend bin ich hier auch genauso vorgegangen. Blitze also die La dort. Ach, dafür ist der Blitz. Ja, wir hatten ja gerade Event und ihr seht im R8-Bereich unumgänglich, dieses Ding immer noch wieder zu nutzen, gerade wenn es darum geht, eine La wegzumachen. Jetzt ist hier oben an der Ecke nur eine La da. Meine Hocks habe ich immer noch nicht gesetzt, weil ich jetzt ein bisschen... Feuer auf den King lenken wollte und dann machen die die letzte La und ihr seht selber, da sind genau die Teslas, die ich erwartet habe. Die machen schon Schaden, ich sage immer, Kleinvieh macht auch Mist, aber hier war das schon sehr dominant und fast ein Overkill auf die Base hier, also eher ein schwaches Design und da leben noch richtig viele Drachen, so dass das hier ein guter CK bzw. CK-Angriff war. Und
RH8 auf RH8. Ja, das war gut, ist eine gute Geschichte hier. Zwei Angriffe von einem RH8 direkt auf RH8, das ist natürlich top. Dann können viele andere etwas höher rutschen hier und können dort dementsprechend ihre Sterne machen. Ich glaube, ich mache gleich doch einen kurzen Cut. Das gibt dort mir doch ein bisschen zu lange, wenn ich hier immer wechseln muss. Der Puppi entscheidet sich hier für einen klassischen Packerwalk. Das hat es ja früher nicht so gegeben. Da war man eher vorsichtig, was so ein Packerwalk angeht. Aber das waren auch noch zu den Zeiten, wo die Tesla Doppelschaden auf den Packer gemacht haben. Das gibt es ja nun schon länger nicht mehr. Und der Rest der Defi ist noch nicht ganz so hoch. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet. Ich glaube, hier waren auch noch keine Riesenbomben im Spiel. Das heißt also, das war schon ein eher einfacher RH9 auf unserer Seite. Ich glaube, bei uns gibt es keine Engineering 9er zurzeit. Und deswegen sind wir im RH9-Umfeld eigentlich stark besetzt und können hier eigentlich gute Sterne gerade auf solche Bases machen. Ich nenne sie ja immer ganz gerne Opferbases, weil es wirklich nichts bringt, sich so eine Base hinzustellen. Ich meine, wenn sie denn wirklich sehr, sehr gut ist und man hat richtig Truppen an Start, also eine richtig knackige Kombi, wäre natürlich eine voll max ausgebaute RH9-Base mit auch voll ausgebauten Mauern und 30er Helden dann am Start. Da ist sicherlich die Chance hoch, dass man einen Gegner erwischt, der ein kleines bisschen schwächer ist. Aber das ist dann auch schon eher selten. Das kann vorkommen. Ich hoffe da immer, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass Supercell das irgendwann mal in den Griff kriegt mit diesen Engineering-Geschichten. Denn es gibt ja mittlerweile Clans, die sich da voll drauf konzentriert haben, nur solche Bases in den Clans zu haben, um möglichst viel mit den Bases zu verteidigen. Schöner Goalaloon hier übrigens vom Krümel auf Maurice. Schade, dass da der letzte Lava-Hund nicht aufploppt, aber er hat reichlich Truppen noch in der Base, hat noch ein paar Clean-Up-Luckys hier und schöne 3 Sterne. Keine Frage, RH9 auf RH9, finde ich nach wie vor, ist einfach so, sind die schönsten Angriffe hier im Spiel. Nicht, weil sie meistens auf 3 ausgehen. Oh, das ist knackig hier, wir haben noch einen Live-Angriff von Olig. Da gehen wir mal direkt rein, auch wenn es schon sehr spät ist. Ich nehme jetzt wirklich schon sehr spät auf, weil der Krieg ja auch sehr spät endet. Und ich aber zeitgleich gerade am Tablet sehe, dass ich ja auch noch mit dem Avatar bei meinem Gastclan meinen zweiten CK mitmache. Der ist allerdings auch gleich vorbei. Und auch da sieht es noch ganz gut aus für die Truppe. Aber wir gucken erstmal, was der Olig hier macht. Olig ist die Zeit über hier jetzt in der Woche und auch am Wochenende so ein bisschen am Üben gewesen, was Bodenangriffe angeht. Er ist eigentlich so ein bisschen ja der Spezi bei uns für Luftangriffe. Und ich sehe aber, er tut sich hier auch noch, na, ich will nicht sagen, er tut es ja so ein bisschen schwer hier. Aber jetzt gehen die ersten Truppen rein. Jetzt checkt ihr die Valkyren und ich glaube, die gehen auch einen guten Weg ins RH. Allerdings waren auf dieser Base schon 2 Sterne drauf. Mal gucken, ob das hier auf diese Base, wenn der Infernus weg ist, ja. Sprung ist optimal gesetzt da. Ja, das sieht noch ganz gut aus. Und es sind ja auch noch reichlich Truppen am Start hier. Warden ist da unten auch noch. Ich weiß gar nicht, was der macht. Oh, der versucht da die Mauer mit aufzumachen. Das ist natürlich Fuchs der Warden. Kann man ja anders sagen. Und hält natürlich jetzt seinen stärkenden Ring nicht gerade über die richtigen Truppen. Denn die richtigen Truppen kriegen gerade richtig Feuer. Aber es sind noch 2 Heiler da, die noch die Valkyren heilen. Oh, auch nicht schlecht. Ich musste eben einen Schluck trinken. Entschuldigt, Leute. Aber ich habe heute schon echt viel geredet und bin ein bisschen heiser dadurch.
Nein, oh, die Doppelbomben, das ist scheiße. Ich würde aber trotzdem sagen, 31 Sekunden. Das müsste, jo, das ist es. Sauber. Super, Olig. Ja, geht doch. Mensch, 3 Sterne hier auf die 10. Sauber. Ja, da sollte ich das Mikro dann auch einfach wieder anmachen. Ich hatte nämlich gerade gesagt, dass ich die Angriffe vom Gegner jetzt nicht zeige. Es sind ja gerade 2 Angriffe auf die Basis 12 und ich glaube hier oben auch noch am Start. Und zeige natürlich eher etwas von unseren Angriffen. Nicht, dass der Gegner nicht gut angreift. Der Gegner greift schon gut an. Aber in der Regel zeige ich jetzt nicht unsere Devs. Wenn denn mal eine gute Dev dabei ist, ja, aber so richtig im oberen Bereich. Diese knackigen, krassen Fails, die hat man mal im CK, aber meistens geht das doch ganz gut aus, auch für beide Seiten. Gute Angriffe, spannende Kämpfe, da fehlt es dann manchmal an dem kleinen Quäntchen Glück oder aber man bekommt ein Problem mit den Clanburg-Truppen, dass die zu stark sind oder unterschätzt werden. Ja, wenn man, ich weiß gar nicht, bei uns gibt es ganz, ganz wenig Leute, die noch mit dem Beben in die Basis reingehen. Ich glaube, das ist bei uns wirklich nicht mehr üblich. Alle nutzen in der Regel Mauerbrecher und Sprung, weil man dann doch wirklich noch 2 Gift dabei hat. Und ich finde, 2 Gift dabei zu haben, ist immer besser, als sich schon mal ein Loch in irgendeine Base oder in irgendeine Base zu schaffen. Und kommt dann in diese Base nicht rein. Ja, Mauerbrecher verrecken und ich kann euch das, das kann ich euch leider nicht zeigen, wie ich das mit dem Avatar ist mir das nämlich passiert. Mauerbrecher verreckt, ja, und einen schnellen Sprung gezückt und trotzdem gehen die Truppen dann in die Base rein und so kann man dann so eine Situation doch noch zum Guten retten. Aber zu dem Krieg komme ich dann am Schluss, denn der wird dann so ziemlich durch sein. Ja, das ist einer meiner Accounts hier, das ist ein RH9 und mit dem Donnerbengel habe ich mich dafür entschieden, über so eine Ecke zu kommen, weil ich recht wenig funneln musste und mein Ziel ist es ja eigentlich immer nach wie vor bei den Luftangriffen, ich mag das einfach aus der Luft, das ist mein Ding, glaube ich, das kann natürlich auch mal richtig in die Hose gehen. Ja, also das ist kein 3-Sterne-Garant, so ein Luftangriff, wenn er nicht gut durchgeführt wird, aber hier passte das richtig gut. Ich habe also, glaube, 2 Last-Service, habe einen Feger erwischt. Die CB hat mir ein bisschen reingespielt an der Stelle, muss ich sagen. Denn so ein Lava-Hund ist dann gerade bei so einem Golaloon gut, weil da können erstmal kann das Kill-Squad erstmal ganz genüsslich durchgehen. Der macht ja doch eher wenig Schaden, lenkt nur ein bisschen die Queen ab. Aber wenn man im Hintergrund noch andere Truppen hat, so wie ich hier, Bowler, Golem, alle gehen gut durch. Es sind ja jetzt noch 1,5 Golem sogar am Leben. Und dann ist das hier ein guter 16 auf 16, also schon recht auf Augenhöhe, was Helden und Truppen angeht. Ich finde, war ein gelungener Angriff. Ich habe hier 2 Neuner am Start gehabt und komischerweise gelingt mir meistens mit einem Neuner richtig was und der andere Neuner, der macht auch was, aber hat halt nicht so wirklich 3 Sterne geschafft. Ist aber nicht so schlimm. Dafür haben wir dann ja auch immer 2 Angriffe. Wir sehen hier so eine Base hier, die hatten wir heute schon, glaube ich. Ich glaube, der Ragnar hat hier eben so eine ähnliche Base gemacht, wenn ich das noch im Kopf bzw. im Auge habe und kommt hier also auch über die Ecke direkt mit dem Sprung rein, nutzt gar keine Mauerbrecher und hat sicherlich auch ein Ziel, nämlich 2 Lars zu machen. Das ist mir sehr, sehr gut geglückt, keine Frage. Und denn jetzt fliegen hier die Loons und auch die Hunde vor allen Dingen. Die tanken da hinten richtig krass. Ich meine, das sind immerhin 2 Lava-Hunde auf Level 2, denke ich mal. Ja, er hatte Bowler dabei, so wie ich das gesehen habe.
Und da ploppt einer noch nicht mal auf. Da unten ist jetzt nur noch zwei Bogenschützentürme. Vielleicht hat er Glück, dass der noch ploppt. Jawohl, der ploppt noch. Dann machen die, lenken die nochmal die Larsen, die Bogenschützentürme ein bisschen ab. Und hat jetzt, glaube ich, auch noch, ich spule das mal auf vierfach vor, richtig viel Zeit für ein Cleanup. Und ja, dann sind das hier coole 3 Sterne gewesen, von 18 auf 15, also hochgegangen. Das ist natürlich optimal. Schon wieder das Aufhörzeichen. Mann, das hört ja heute gar nicht auf. Und mal nochmal der Donnerbengel, auch hier hochgegangen mit den Angriffen. Das ist immer optimal, wenn alle sich ein bisschen höher nach oben orientieren können und gar nicht erst großartig unten anfangen müssen. Das war auch, auch hier, ich kann das mal ein bisschen erklären für die Interessierten, was mich da eigentlich geritten hat, genau von dieser Seite hier in diese Base zu gehen. Ein bisschen schwierig war hier die Queen, die hier sehr tief steht. Und ich aber eigentlich das Ziel hatte, diese La hier zu schaffen, die La und die beiden Feger, wenn es denn geht, damit ich freie Bahn für meine Loons habe. Und die Queen hat aber einen großen Radius. Das heißt also, sobald hier irgendwo Truppen kommen, kommt die natürlich dazu. Und ich hatte halt Hoffnung, dass ich sie dort erwische. Mein rechter Golem hier unten geht ein bisschen unglücklich auf den Bombenturm. Ist nicht so schlimm. Wir gucken einfach mal den Angriff weiter an. Komme hier also ganz gut, nämlich gar nicht mit dem Maurerherrn rein. Also schnell den Sprung gezückt, damit ich irgendwie in die Base komme. Ja, denn wenn man da nicht reinkommt, dann ist der Angriff essig, alles geht irgendwo tabert außenrum. Und auch hier ein Hund in der Clanburg, und genau das, was ich eigentlich befürchtet hatte, ist, nicht befürchtet hatte, wie ich es mir ausgerechnet habe, ist es auch eingetreten. Ich habe also die gegnerische Queen noch mitgeschafft und meine Hunde kriegen hier gut Feuer. Das ist natürlich richtig schön für so eine Base, denn ich habe viel Cleanup jetzt in der Base hier drin. Und habe noch richtig viel Loons am Start gehabt, die hier jetzt auch noch für das richtige Cleanup sorgen. Und auch hier mal auf vierfach gestellt, das dauert dann ja doch immer ein bisschen. Waren das hier schöne 3 Sterne, also auch hier hochgegangen, 16 auf 14. Und ihr seht so ein bisschen, Luft ist mein Ding. Aber es ist nicht jede Base für Luft geeignet. Also ich kann, denke ich mal, auch andere Angriffe, gerade im RH9-Bereich, ist das dann ja doch schon üblich, dass man viele Taktiken aufweisen kann. Und ich kann also auch ein Go-Hawk oder auch so ein Packer-Walk, das kommt halt, das kommt immer auf die Basis an. Hier hat es halt gepasst. Und wenn es passt, dann macht man es. Der WW8 entscheidet sich bei dieser Base hier mal für einen Queen-Walk. Da lockt er den Hund und macht jetzt komplett ohne Gift hier eben die Puppies weg. Das ist natürlich auch schön. Hat jetzt 12 Walküren noch, einen Golem noch, aber ich denke mal, er lässt erstmal die Queen noch ein bisschen laufen. Die macht er den King wunderbar. Und geht jetzt einfach so ein bisschen ihren Weg außen, unten, ein bisschen nach innen rein. Also schießt auch sicherlich auf Sachen nach innen. Aber jetzt kommt er ja schon richtig schön im Funnel von rechts hier in die Base rein. Und dann kommt hier, da hat er noch einen Heal und einen Wut am Ende gehabt. Das ist natürlich schon so ein bisschen overkillig hier, keine Frage. War auch ein 10er auf einen 9er, aber auf einen sehr hohen 9er. Und die sind nicht immer als RH10 selbstverständlich zu dreiern, sondern da kann es auch mal schlecht laufen. Aber er hatte auch schon ganz gute Helden hier mit 28, 25. Das ist schon ein nettes Pärchen, wie man hier so durch diese Bases durchrocken kann. Den haben wir ja eben, glaube ich, gesehen. War das der? War das der von Olli? Ach nee, das war der auf die 10. Olli hat ja zu also 2 gemacht. Das ist natürlich nicht schlecht. Und wir haben noch einen Angriff live hier in der Folge. Finde ich gut. Nein, finde ich eigentlich nicht gut, weil die Aufnahme hier von mir jetzt echt spät gemacht wird. Und ich hier auch gar nicht mehr jetzt, auch wenn es ein eigenes Haus ist, so laut hier rumkrähen kann, weil hier doch schon Ruhe im Haus ist und ich mich da ein bisschen bedeckt halten muss. Aber ich denke mal, das kriege ich denn noch wieder ausgeglichen. Und der Hitman kommt hier mit einer Queen Walk Warden Bowler Kombi.
an diese Base hier ran. Ich muss mal gerade gucken. Ah, da hat er das Loch jetzt auch schon drin. Super. Hier kommen die Hexen noch mit rein. Und dann gucken wir uns mal diesen Live-Angriff hier mit an, wie der weitergeht. Ich sehe dann Hund, glaube ich, ein Loon und ein Drachen kommen aus der Clanburg raus, werden gegiftet. Ja, der Gift ist auch, so wie ich das gesehen habe, auf Max. Dann macht er natürlich auch schon viel Schaden. Das heißt, er verlangsamt auch viel und macht auch viel Schaden. Die Mitte wird hier jetzt gerade entkernt, sehe ich, von der Queen Warden und auch den Valkyren. Jetzt ist endlich der Adler weg und aber der zweite Inferno, der will natürlich jetzt, obwohl das ist glaube ich ein Single, ne? Ah, ne, ist ein Multi. Ist ein Multi, okay. Der grillt natürlich jetzt ganz gut und so bleibt das hier bestimmt bei 2 Sternen auf der Base. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das noch ein Stern mehr ist oder ob das jetzt ob hier nur der 3. Stern gefehlt hat von 5. Da müssen wir mal eben gucken. Oh, die 2 war noch ganz auf. Ja, das ist natürlich top. Das ist natürlich top. 65, 59 jetzt. Ich denke mal, das wird der Gegner jetzt nicht mehr. Nein, das holt der Gegner bei uns nicht mehr auf. Nein, das wird nichts mehr. Super gewonnen, Leute. Wunderbar. Den haben wir eben gesehen von Oleg. Und wir haben da immer noch einen offenen Angriff. Ja, offen ist immer noch der Angriff von Mastengo. Wir haben hier den Garagos, wie auch immer. Haben wir auch schon öfter gesehen. Und auch schon öfter mit so einer ähnlichen Kombi, wie er jetzt reinkommt. Nämlich mit Killsquad-Truppen. Um den Weg für den eigentlichen Luftangriff hier frei zu machen. Hier unten ballern jetzt 2 Kanonen. Man muss da mal ein bisschen reinscrollen, damit man mal sieht, was so ein Golem hier aushält, wenn hier nur 9er Kanonen sind, beziehungsweise RH9 Kanonen sind es ja noch. Kommt ihr jetzt aber richtig gut in die Base rein und sorgt mit seinem Killsquad dafür, dass der Inferno schon mal down ist, kommt jetzt auch noch in die Base rein und das Killsquad ist auf dem Weg zum 2. Inferno. Ah, das ist natürlich top gelaufen hier für Ngara, keine Frage. Die Queen macht jetzt den 2. Inferno auch weg und das Killsquad ist immer noch in der Mitte. Die restlichen Truppen kommen jetzt schon von außen. Da sehe ich aber auch noch keine Max Teslas. Aber trotzdem ploppen ihm jetzt schon mal so ein paar Lava-Hunde hier auf und er hat schon mal ein paar Welpen in der Base. Das ist immer gut. Das haben wir jetzt in einigen Angriffen gesehen, dass wenn die nicht dabei sind, dann wird es schwierig mit dem Clean-Up. Und jetzt hat er nur noch ein bzw. 2 Bogenschützentürme. Hat sogar noch am Ende, oh, ist ein Fuchs. Hat er noch ein paar Lohnsee in petto, also ganz easy hier noch nicht alles gesetzt und schafft hier sicherlich ein gutes Cleanup. Super gemacht, ich schalte mich mal gerade beim Tablet auf den Avatar ein, wie es denn da aussieht, denn der wird hier gleich in den Clan reinkommen und hier noch ein CK mitspielen. Da kann ich im Moment nicht in einem anderen Clan mit rein, weil das wird mir dann zu spät von dem CK her und uns fehlt hier glaube ich heute Abend ein RH9, dass wir den nächsten CK starten können. Ja, super 3 Sterne hier, keine Frage. Wir schauen uns auch hier 2-Sterne-Angriffe an. Ja, die soll man nicht außer Acht lassen. Warum soll man immer nur 3 Sterne zeigen, wenn man hier im oberen Bereich die natürlich dann eher selten sieht. Und deswegen nehmen wir hier einfach mal einen 2-Sterne-Angriff mit rein von Guki als RH11. Den habe ich auch noch nicht so oft gesehen. Aber viele, gerade wenn sie RH10 sind, beziehungsweise gerade zu RH11 werden, leveln natürlich Helden und Warden möglichst schnell hoch, um möglichst schnell als RH11 oder als relativ guter RH11 hier an den CKs wieder teilnehmen zu können, aber lupenreiner Funnel hier,
und überhaupt keine Chance für die Base hier. Und in dem hohen Bereich hier 6 auf 7, da sind 2 Sterne absolut in Ordnung. Und nochmal mit richtig hohen Prozenten, also er räumt hier ja auch noch so ein bisschen was mit ab. Ist noch nicht ganz am Ende jetzt der Kampf. Hat die Queen jetzt am Ende erst gezündet. Der Warden schafft aber die La, glaube ich, nicht mehr. Nein, schafft er nicht mehr. Der Bowler schafft es auch mal nicht mehr. Und die Queen schafft jetzt vielleicht noch den Magierturm. Jawohl, 78%. Also wunderbar. Toller Angriff hier. Auch, ich sage gar nicht, wenn es nur 2 Sterne sind, ist er totaler Blödsinn. Super 2 Sterne geholt. Und wir schauen uns als allerletztes hier den Joker an. Der Joker hat sich diesmal für die 3, also für sein Gegenüber auch, und für die 1 entschieden, hat auf der 1 auch einen Stern gemacht. Das reicht aber an der Stelle hier. War ein bisschen unglücklich, ich glaube, es waren 48%. Also da hat wirklich nur irgendwo noch eine kleine Truppe gefehlt, denn das Rathaus war zu dem Zeitpunkt schon down. Und kommt hier gut in die Base rein. Ich denke mal, er hat sich dafür auch ganz bewusst entschieden, weil er dieses Layout hier ganz gut kennt. Und schafft ihr also wirklich einen guten Funnel, auch wenn diese Mauern da außen sind, die wirken ja erstmal so ein bisschen abschreckend, weil die Truppen natürlich nicht unbedingt darüber springen, sondern die laufen natürlich erstmal schön rum. Aber hatte hier noch nicht mal so richtig 4%. Ich muss mal selber gucken, wie er nochmal am Ende die ganzen Prozent hier zusammenbekommen hat. Oh, da kommt schon die Flugdev raus und macht jetzt alle Heiler platt hier. Ah ne, da unten gibt es noch so ein paar Bogenschützen, die das Ganze noch regeln können. Ja, die regeln das sogar noch. Ah, super. Jawohl. 2 Bogenschützen hier hält der Base, finde ich. Denn die haben den Heilern hier den Hintern gerettet. Und so konnte die Queen hier nämlich gut durchgehen. Jawohl, das ist richtig schön. Und so sind es hier 3 auf 3 hohe Prozente vor allen Dingen nochmal am Ende geworden. Und ich glaube jetzt aber stirbt die Queen, weil die Heiler umgeschwenkt haben auf den leicht angeschlagenen Warden. Ja, ist in Ordnung. So ist das halt. Wenn das genau andersrum gewesen wäre, ich habe heute Abend auch schon Kämpfe gesehen, da war es noch genau andersrum. Ja, Warden wieder voll aufgeheilt und es wurde wieder auf die Queen zurückgeschwenkt. So verhalten sich die Heiler ja in der Regel. Wenn ihre eigenen Truppen in der Nähe angeschlagen sind, gehen die immer auf die angeschlagene Truppe und heilen sie. Ist sie dann weg oder eine andere wird angeschlagen, dann wechseln die wieder. Ja, ich denke 26 Minuten, da brennt nichts mehr an. Auch wenn hier der Mast nochmal angegriffen wird von der Nummer 3, denke ich mal, ist der, wie sagt man immer, Drops hier gelutscht. Hier passiert also nichts mehr. Sieht sehr, sehr gut aus. Schöner CK hier. Guter Gegner. Also das passte. RH8-Bereich, RH9-Bereich. Und sauber. Guter CK. Also hat mich gefreut. Und vor allen Dingen, die Frage habe ich am Thumbnail gestellt. Hält unsere Serie an? Und ich denke mal, ja, sie hält an. Ja, wir werden weiterhin grün bleiben. Das ist jetzt schon ein kleiner Erfolg, denn bis auf das Unentschieden hier haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wird also der 7. CK in Folge sein, den wir nicht verlieren, auch wenn wir unsere Siegesserie dann erst auf 5 haben. Das lag halt an dem einen Unentschieden. Und ja, wir sind hier richtig gut auf dem Weg. Ich gucke jetzt mal gerade beim Avatar rein. Okay. Jo, und selber fahr mich hier so ein bisschen vor mich her, muss ich sagen. Wo ich einfach nur ein paar Ressourcen abgreife, hier greife ich mit meiner Spendentruppe an. Also so ein bisschen Not am Mann. Aber ich glaube, das war noch aus dem Riesen-Event. Ja, da muss ich also einfach noch ein paar Riesen loswerden und hier einen Stern auf so eine Base holen. Und deswegen habe ich mich, glaube ich, entschieden, gehe ich hier mit dieser Truppe hier rein. Und mache den. Ich denke mal nicht, dass ich den gestern gezeigt habe. Nee, das war der nicht. Das war der, glaube ich, nicht. Ich gucke jetzt mal gerade, wie das beim Avatar aussieht. Ich hätte jetzt von 2 Kriegen tatsächlich hier etwas zeigen können. Und vielleicht hört ihr es im Hintergrund klicken.
Ich gucke gerade live auch hier noch in einen Angriff, denn hier ist noch nicht alles vorbei. Und auch hier kann, obwohl ich glaube, der Gegner schafft es auch nicht mehr. Also nochmal an der Stelle dem Gastclan gedankt, dass ich mit Avatar noch einen zweiten CK mitmachen durfte. Er hat 2x3 Sterne geholt. Ich hoffe, das hat dem Clan etwas mehr geholfen als mein erster CK dort im Clan. Es war heute zwar auch ein bisschen Chaos hier, irgendwie lesen einige, also die Führung hier in dem Gastclan, wo ich mit Avatar bin, gibt sich so eine Mühe, hier so ein bisschen zu koordinieren, gerade wo man jetzt ja stündlich diese Clan-Nachrichten schreiben kann, Clan-Nachrichten hier rauszuhauen, so nach dem Motto, der macht bitte das und das und der macht bitte das und das und dann machen die Leute irgendwelche anderen Sachen, aber nicht das, was eigentlich Sache ist. Oh, hier werden nochmal gerade super 3 Sterne geholt. Jawohl, das ist gewesen. Die Truppe, wo ich mit dem Avatar war, hat diesen CK hier, glaube ich, gewonnen. Ich muss mal eben schauen. Ja, das ist gewesen. Sauber. Wunderbar. Also auch Avatar hier erfolgreich. Den hole ich hier gleich rein in den Clan. Entschuldigt, dass ich jetzt gerade hier ein kleines Delay hatte. Und so sieht das hier im Moment bei den True Warriors aus und bei mir im Dorf so ein bisschen ganz am Ende. Ich will es nicht vergessen. Dorflege, ja. Wir machen kurz mal Dorflege, beziehungsweise wir schauen mal, was ich überhaupt so gepackt habe hier. Ich habe nämlich ein paar Mauern geschafft, wie man hier sieht. Allerdings bin ich da ein bisschen penibel. Ne? So eine einzelne Mauer hier oben, die macht für mich überhaupt keinen Sinn. Wir bauen mal diese Ecke hier unten erstmal weiter aus, denn viele Truppen kommen über diese Ecke hier rein. Und ich glaube, da macht es Sinn, wenn ich die als erstes ausbaue, damit ich die dort quasi etwas fester habe. Jetzt gucke ich mal. Jo, das sieht noch gut aus. Und hier unten ist das auch noch eine. Ne, das ist eine 10er. Okay, das ist eine 10er. Ja, die anderen, ja, das sieht gut aus. Die beiden hier oben lasse ich erstmal so. Aber ich habe schon richtig viele Mauern geschafft jetzt wieder. Da wollen wir eben schauen, wie viele das tatsächlich sind. Also in der kurzen Zeit muss ich sagen, Remove All, okay. Und dann schauen wir mal, 107 Mauern, 168 nur noch zu machen. Also auch hier bin ich auf einem guten Weg. Das liegt aber auch daran, dass ich mir im Moment nach wie vor einen Bob freilasse. Und immer wenn ich hier oben so ein bisschen Gold habe und ein bisschen Elex habe und habe noch und muss noch nicht irgendwas für irgendeine Dev sparen. Also in 3 Stunden wird jetzt mein König natürlich fertig. Der geht auch gleich wieder auf die Bretter für 164.000 auf Level 36. Und in einem Tag, 2 Stunden erst das nächste Gebäude oder überhaupt der nächste Bauarbeiter frei. Das heißt also, dann wird meine 4. La hier fertig, was natürlich auch richtig krass ist. Luftabwehr schon durch. Und dann kann ich mich mal auf die anderen Sachen stürzen. Was ich da genau mache, weiß ich noch nicht. Labor sieht auch entspannt aus. Also auch hier mache ich immer mal wieder eine Mauer mit Elex, sodass hier unten diese Ecke hier um diese Gebäude hier erstmal schön goldig werden mit den Mauern. Und dann wird das hier sicherlich. Ja, ich hoffe, diese späte Folge hat euch trotzdem gefallen. Ihr hattet Spaß an den CK-Angriffen. Nochmal an der Stelle, Dank an den Gastclan, dass ich mit Avatar da sein durfte. Der macht jetzt hier erstmal ein CK mit. Und danach wieder mit euch hoffentlich wieder ein CK. Also lasst es mich ruhig wissen in den Kommentaren. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, abonnieren könnt ihr mich am Ende dieses Videos oder auch rechts unten hier bei YouTube. Und in diesem Sinne, bis in dieser Woche, euer Toto. Flashback.